Hallo, hallo, ich bin der Vater von Marvin. Ich habe gehört, dass mein Sohn sich verletzt hat. Kann mir jemand helfen? Ah, Sie müssen Herr Bayer sein. Hallo, guten Tag. Ich bin der Dr. Bimmer und ich bin Arzt in diesem Hospital. Ja, Ihr Sohn hat sich verletzt und zwar in der Nähe seiner Schule und wurde nun bei uns in Behandlung gegeben. Aber keine Sorge, ihm geht's entsprechend gut. Aber was ist denn überhaupt passiert? Wie konnte das denn überhaupt passieren, dass mein Sohn sich so verletzt? Ich habe nur irgendwas gehört, dass er irgendwie auf den Boden gefallen ist oder so. Aber wie kann das denn geschehen? Das weiß ich leider auch nicht, denn Ihr Sohn war jetzt bisher die ganze Zeit unter Narkose und dann dementsprechend im Schlafzustand. Deswegen konnte er uns das nicht erzählen. Er sollte allerdings jetzt gleich aufwachen und dann kann er uns das selber erzählen. Was? Er war jetzt die ganze Zeit in Narkose und danach am Schlafen? Oh, das klingt aber ganz, ganz, ganz übel. Okay, dann gehen wir mal zu ihm hin. Alles klar. Hier einmal bitte entlang, dahin geht's zu seinem Zimmer. So, und da sind wir auch schon im Zimmer von dem kleinen Marvin. Der schläft allerdings gerade noch so, wie es aussieht. Das heißt, Sie müssen sich wohl noch ein bisschen gedulden. Und Herr Bayer, ich habe eine Bitte an Sie. Wenn Ihr Sohn aufwacht, bitte ich Sie, ganz ruhig zu sein. Denn Ihr Sohn, der braucht auf jeden Fall jetzt Ruhe. Der hatte eine schwere Verletzung und wenn er wieder aufwacht, dann kann er keinen Stress vertragen. Ja, okay, ich versuch's. Ich werd mich beruhigen und ich werde mich kontrollieren. Keine Sorge, Herr Arzt. Okay, alles klar, das ist auch schön zu hören. Dann muss ich jetzt wieder zurück in den OP-Saal, die Arbeit ruft. Bis dann, tschüss. Okay, dann warte ich hier jetzt so lange und warte ab, bis Marvin aufwacht. Aber Moment, der regt sich ja schon. Und ich glaube, der wacht gerade auf. Papa, bist du das? Oh, aua, mein ganzer Körper tut weh. Aua. Und ich kann kaum was sehen, weil ich so einen Verband auf habe am Kopf. Oh. Hey Marvin, guten Morgen. Schön zu sehen, dass es dir gut geht oder dass du zumindest noch lebst. Ich habe nämlich gehört, dass du dich ganz schwer verletzt hast. Wie konnte das denn passieren? Was ist denn überhaupt passiert? Papa, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwas mit der Schule war. Und dass ich auf dem Boden irgendwie aufgeprallt bin. Aber wie das passieren konnte, keine Ahnung. Moment, du hast keine Ahnung, wie das passieren konnte. Du hast dich so schwer verletzt, aber hast gar keine Gedächtniserinnerung mehr. Aber wie kann das denn sein? Du weißt gar nichts mehr. Nee, Papa, das ist so, als wäre der gesamte Tag vor der Verletzung einfach wegradiert. Richtig, richtig komisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das heißt, dass du einen Gedächtnisverlust hast, eine Amnesie. Das heißt, deine gesamten Erinnerungen wurden ausgelöscht. Oh, das ist aber tragisch. Das wäre wirklich interessant zu wissen, wie das passieren konnte, dass du dich so schwer verletzt. Aber na gut, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht und dass du nicht dich stärker verletzt hast. Denn der Arzt hat erzählt, dass du dich auf jeden Fall regenerieren wirst und irgendwann wieder ganz der Alte sein wirst. Und damit du dich jetzt noch ein bisschen ausruhen kannst, werde ich dich jetzt auch in Ruhe schlafen lassen. Denn den Schlaf hast du bestimmt nötig. Dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe und zieh dir die Decke über den Körper. Oh, vielen Dank, Papa. Ja, schlafen wäre jetzt, glaube ich, wirklich noch ganz gut. Ich habe ja zwar schon die ganze Nacht geschlafen und trotzdem bin ich noch so müde. Ich glaube, ich könnte jetzt noch den ganzen Tag schlafen. Hoffentlich hilft das dabei, dass ich mich wieder erinnern kann. Das hoffe ich auch, Marvin. Dann fahre ich jetzt mal zur Arbeit. Tschüss und gute Besserung wünsche ich. Dr. Bitter, ich muss jetzt zur Arbeit fahren. Und ich bedanke mich schon mal sehr für Ihre Hilfe und dass Sie sich so sehr um meinen Sohn gekümmert haben. Bitte benachrichtigen Sie mich, wenn es was Neues gibt. Gern geschehen, Herr Bayer. Das ist doch schließlich unser Job. Dafür müssen Sie sich nicht bedanken. Aber bevor Sie gehen, würde ich gerne eine Sache wissen. Hat der Marvin erzählt, ob er sich erinnern kann, was da genau jetzt passiert ist? Nee, das hat er nicht. Er kann sich einfach nicht daran erinnern, wie das passiert ist. Also er weiß nur, dass es irgendwas bei der Schule war, aber nicht genau, wie das eigentlich geschehen konnte, dass er irgendwie auf den Boden fällt. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist ein ganz klassischer Fall von einer Amnesie nach einer Gehirnerschütterung. Solche Fälle haben wir leider oft hier im Krankenhaus. Ah, da müssen wir mal abwarten, ob da das Gedächtnis irgendwann zurückkommt und der Junge sich vielleicht doch noch erinnern kann, wie das passieren konnte. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Das wäre wirklich mal spannend zu wissen, wie das eigentlich passieren könnte. Na gut, da müssen wir dann wohl noch ein bisschen Geduld haben. Und dann fahre ich jetzt zu meiner Arbeit. Tschüss. Auf Wiedersehen, Herr Bayer, bis zum nächsten Mal.
Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!